Bimo, wir sind in einer Stunde zurück. Sollen wir dir nichts aus dem Einkaufsreich mitbringen? Nein, ich brauche nichts. Danke. Also macht's gut, Finn und Jake. Bye, Bimo. Ja, bis später, Bimo. Finn? Jake? Hallo, wie geht's dir? Oh, hallo, wer bist du? Mein Name ist Football. Wie heißt du? Ich bin Bimo. Bimo, bist du ein Roboter? Oh nein, Football, ich bin ein kleiner, lebendiger Junge. Oh, das klingt wundervoll, Bimo. Kannst du mir beibringen, wie man lebendig ist? Ja, Football, sieh mir zu. Oh. Ah. Ich mach Pipi. Oh, Bimo, das ist ja fantastisch. Danke sehr, Football. Aber das ist nichts Besonderes. Was zum? Siehst du, Jake? Hab ich doch gesagt. Das ist verrückt. Bimo hat meine Zahnbürste benutzt. Nein, Mann, das war meine Zahnbürste. Oh, Bimo, wie kann ich das? Überprüf mal, ob Bimo eigenartige Dinge tut, wenn niemand da ist. Check. High five, Kumpel. Es ist Zeit für eine Badezimmerbesprechung. Eine Badezimmerbesprechung? Ja, ihr verbringt alle viel zu viel Zeit da drin. Als Titans verbringen wir durchschnittlich 3% unserer Zeit mit Verbrechensbekämpfung, 7% mit Tanzen, 18% mit Essen und die restliche Titans-Zeit wird im Badezimmer verbracht. So geht das nicht weiter. Kannst du noch mal wiederholen, was du gesagt hast? Ich war gerade im Bad. Hiermit führe ich eine Rationierung des Badezimmers ein. Alle Toilettenaufenthalte dauern ab jetzt nur noch 5 Minuten. Tu uns das nicht an! Dieses Zeitfenster wird nicht ausreichend sein. Es gibt so viel, was wir da drin tun müssen, Bro. Und was genau ist das? Ich steppe da drin. Ich gehe zum Singen da rein. Scoodadubaduba! Bananaba! Ich widme mich doch der Dampfmalerei, die vergänglichste aller Kunstformen. Perfektion! Oh. Ich entwerfe dort meine Lieblingsrezepte. Das wird sicher der allerleckerste Topf des Chili. Dafür ist das Badezimmer aber nicht da. Es ist ein Ort dringender Geschäfte. Rein, raus. Nichts sollte da drin länger als 5 Minuten dauern. 10 Sekunden Hände waschen, 1 Minute duschen, 4 Minuten rasieren. Du brauchst 4 Minuten, um was genau zu rasieren? Ich habe starke Gesichtsbehaarung. Oh yeah, der steht mir wirklich gut. Das, mein Freund, ist ein Schnurrbart. Verstehst du das nicht? Das Badezimmer ist ein besonderer Ort für uns. Es ist ein Ort voller Magie. Magie? Bitte. Es ist wahr, Robin. Die Menschen schritten nicht in das moderne Zeitalter, bevor sie nicht auf das erste Badezimmer trafen. Und niemand weiß, woher es gekommen ist. Ich weiß es. Wir haben es gebaut, mit Rohren und Fliesen. Und um zu beweisen, dass man alles im Badezimmer in unter 5 Minuten erledigen kann, seht zu. Seht ihr? 5 Minuten. Warum ist das Bad explodiert? Das passiert, wenn die Anzeige auf 0 springt. Habt ihr noch nie eine Zeitbombe gesehen? Das ganze Zimmer ist in den Flammen. Ja, das ist es. Nun, da ich euch demonstriert habe, dass es möglich ist, erwarte ich von euch allen das Gleiche. Oh, warum die Explosion? Denkt dran, 5 Minuten. Ich beobachte euch. Es ist Blubberzeit, Baby!
Zwei Wochen später. Titans, gute Neuigkeiten. Die Badnutzung ist um 90% gesunken. Was ist mit euch passiert? Ihr verlottert. Deine 5-Minuten-Regel hat uns die Magie genommen. Wir haben jetzt sogar aufgehört, überhaupt ins Bad reinzugehen. Ich habe seit Wochen nicht gesteppt. Du kannst überall steppen. Im Badezimmer wascht ihr eure dreckigen Körper und verrichtet andere unaussprechliche Dinge. Titans, go! Wascht euch gefälligst. Ich meine, kommt schon. Anaïs, zum letzten Mal, wir können uns das einfach nicht leisten. Aber wieso? Ach, Richard, sag du ihr bitte, wieso wir nicht nach Daisyland fahren können. Wir fahren nach Daisyland? Nein! Aber wieso nicht? Weil Geld nun mal nicht auf Bäumen wächst und Daisyland-Tickets nicht einfach so vom Himmel fallen. Aber du sagst doch immer, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, kann man alles schaffen. Dad, was machst du denn da? Das ist die Kraft der Konzentration für die Tickets. So wird doch das nie. Ich sag's euch ja nur ungern, aber es wird so nicht klappen. Unsere Welt funktioniert so nicht. Gumball Watterson, komm endlich aus dem Badezimmer raus. Der Tag fängt heute schon super an, weil ich als Erster duschen kann. La 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 la. Huh? Nein, sie werden dich sehen. Die Freiheit ist mein. Wartet. Sie, da drüben. Noch ein Planet zum Verraten. Rückzug. Oh nein, wirst du nicht. Na? Schnapp sie. Ihr habt vielleicht den Krieg gewonnen, aber die Schlacht ist nicht vorbei, Crystal Kieseln, ja? Sagen wir ihr, dass das das Badezimmer ist? Ich vermute, ich bin in einer Art archaischer Denkkammer. Geräumig, mit einem frischen Duft von Erdzitrus. Ein perfekter Kreuzweg für meine Flucht. Abgeschlossen. Peridot, mach die Tür auf. Falls du versuchst, dich selbst das Klo runterzuspülen, das wird nichts. Glaub mir, ich hab's versucht. Wie ist sie rausgekommen? Wir haben sie in eine Blase gesteckt. Hätten wir eine größere Blase gebraucht? Meine Blasen passen genau. Ich weiß. Steven, warum machst du so einen Unsinn? Weil sie irgendwas weiß. Etwas, das ihr Angst macht. Klar, die Schwester weiß, dass wir sie zu einem grünen Pfannkuchen hauen. Nein, doch nicht vor uns. Vor etwas, das nennt sich das Cluster. Cluster? Das ist neu. Was hat sie dir denn noch alles erzählt? Mehr weiß ich noch nicht. Genau da seht ihr es, ihr Torfnasen. Ihr habt keine Ahnung, was euch noch erwartet. Oh. Schluss mit diesem leidigen Spiel. Wenn wir sie nicht bekämpfen können, fein, dann reden wir. Peridot! Also gut, keine Kämpfe mehr. Lass uns ein vernünftiges Gespräch führen. Als wenn ich mit dir verhandeln würde, du torfige Kampfmaschine. Okay, jetzt gibt's Keile. Warte! Ja, zerstör mich nochmal! Wie willst du was rausbekommen, wenn ich in einer Blase stecke? Ich sage es nur ungern, aber wenn sie wertvolle Informationen hat, ist sie uns mehr von Nutzen, wenn sie so ist. Das wird jetzt langsam knifflig. Heiß, 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 heiß! Dreh den Hebel andersrum, für kalt! Halt mal, wir lassen sie jetzt also in meinem Badezimmer wohnen? Nun ja, wir können sie ja nicht draußen an einer Leine anbinden oder sowas. Bloß, ich muss ja auch mal auf die Toilette. Jetzt gleich? Ja, ein bisschen schon. Geh einfach im Meer, Bro. Psch, wie ein Fisch. Was habt ihr nur immer, dass ich draußen pinkeln soll? Also, ich mach's aus Spaß. Aber selbst wenn wir sie dazu kriegen, aus dem Bad zu kommen. Sie wird niemals mit uns reden. Sonst fällt mir nichts anderes ein, das wir tun können. Immerhin. Peridot, kann ich rein? Ich muss mich für den Tag fertig machen. Nein! Ich hab hier was für dich. Wenn es irgendwas mit den Experimenten zu tun hat, die sie im Kindergarten ausgeführt hat, dann sehr. Tolles Souvenir von dem anderen Mal, als du mich angegriffen hast. Oh, richtig. Entschuldige. Soll ich es wieder weglegen? Nein, zu spät. Du hast nicht zufällig auch den Rest? Entschuldige, den haben wir verloren. Naja, eigentlich weggeschmissen. Gibst du mir die bitte? Ist das eine Waffe? Nur gegen Karies. Hm. Danke. Ist
Ist das eine Waffe? Nein, einen Kamm, den benutze ich aber nie. Ist das eine Waffe? Oh, naja, nur wenn du es nass machst und aufrollst. Ah! Hör zu, ich weiß, du hast Angst, aber ich werde dir nicht wehtun. Und was auch immer vor sich geht, was auch immer das Cluster ist, ich will helfen. Du wirst mir nicht helfen können, aber trotzdem danke für dein Angebot. Und wenn du jetzt so nett wärst, ich würde da gerne mal rauf. Wozu?